Herzlich willkommen zu FIFA 23. Wir machen heute weiter und es geht weiter mit der Copa España gegen Osasuna. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz nochmal, was die Mannschaft hat, macht. Weil ich habe mir jetzt tatsächlich einen Linksverteidiger hochgezogen mit dem. Gut. Ich habe ja sonst immer niemanden neu. Der ist momentan noch ausgeliehen an Alba. Aber jetzt warte, den holen wir zurück. Emanuel soll halt. Ist halt aus der eigenen Truppe. Und ja, soll halt Gayan definitiv ein bisschen unterstützen auf der Position. So, er ist ja ein bisschen angestiegen, das heißt, ich werde ihn auf jeden Fall erstmal versuchen, schauen, werde ihn auf jeden Fall passen und passt das nämlich auch mit der Dings. Er muss halt, ja, muss halt passen. Ich habe ihn jetzt bewusst mal wieder zurückgeholt. So, wir wollen heute in Osasuna in die nächste Pokalrunde einziehen. So, was ist da jetzt gegangen? Achso, es ist ja. So, Transfergebot für Paris. Ablehnen. Der Blatt safe. 3 Millionen und so schon bieten jetzt für den, der ist gerade mal 17. Ablehnen. So, gehen wir rein ins Spiel. Wir brauchen die gar nicht die Pressekonferenz, sondern gehen ins Spiel. So, mal gucken, was passiert. Deswegen würde jetzt auch tatsächlich mal für Beginn mal schauen, was probieren, was unsere Jungs machen. Ich werde mal so ein bisschen unsere Alternativen mal reinsetzen. Sie probieren es einfach mal. Warum nicht? Vielleicht haben wir ja eine Bombenalternative. Wenn diese beiden aufeinandertreffen, dann wird es dramatisch. Ja, schauen. Wer setzt sich durch? Wir zeigen es Ihnen natürlich live. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie hier im Estadio El Sabah. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und auf unserem Programm steht heute ein K.O.-Spiel. Es ist ein Spiel zwischen zwei absoluten Spitzenteams, die sich heute mit Sicherheit eine Menge vorgenommen haben. Wer kommt weiter? Wer darf weiterhin vom großen Erfolg träumen? Und für wen geht die Reise zu Ende? Das wäre spannend, Wolf. Ich bin sicher, es wird eine hochinteressante Begegnung. Steht eine Menge auf dem Spiel. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Bei denen wissen wir ja. Ich hab's doch hier am Füllkrug geholt. Das andere Mal mit Kontern. Ist das heute auch die taktische Marschroute? Glaube ich schon, Wolf. Wir haben das ja schon erlebt, wie gefährlich sie mit ihren Kontern sind. Da hast du es als Gegner immer sehr, sehr schwer. So, wir haben einige junge Talente mit drin. Wir gucken mal kurz auf die Aufstellung auf. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie. Ich hätte einen Ersatzgeber mal einsetzen können. Alle ganz gut aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Ja, wieder Maurice vorne drin. Hinten links haben wir unser neues Talent. Also, mal schauen, was passiert heute. Und das Spiel läuft. Es sind ein paar Petit spielt von Beginn an. Ja, der hat auch schon ein bisschen was gezeigt. Also wie gesagt, warum nicht mal ein paar junge Talente mit reinsetzen? So, was machen Sie draus?
Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. So, ist Belia. Jirai, auf geht's. Ah, kann er. Ja, der konnte nicht kommen, der wird zu lang werden. Ganz souverän. Klar, wir wollen natürlich in Osasuna in die nächste Pokalrunde. Wie gesagt, sind meiner Meinung nach in Valencia um 2 Punkte betrogen worden. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Wir freuen uns heute auf das Profidebüt eines jungen Spielers in der Startelf. 18 Jahre ist er alt, Buschi. Ich glaube, da müssen wir erstmal schauen, ob die Nerven mitspielen. Aber Maresca, da ist er der Neue. Eine Menge zuzutrauen. Spanier, ja, natürlich. Sonst bin ich ja wieder nur Franzose oder Basken, aber jetzt haben wir Petit mal, der ein bisschen Platz hat jetzt auf der Seite, weil er wohl abbrechen muss. Ja, da war. Hier im Verein hoffen natürlich alle, dass er richtig einsticht, denn sie setzen auf ihn für die Zukunft. Reinhardt, also wie gesagt, ich habe ja kaum Alternativen auf der Position, wahrscheinlich wird Gaian sowieso gehen, wahrscheinlich Zeit mal den Verein verlassen, weil es einfach von der Zeit, weil der Transferpolitik nicht passt. Die Chance jetzt. Wobi, war das nicht irgendwo ein Handspiel? Also zumindest mal hätte er abpfeifen müssen, meiner Meinung nach, diese Situation. Und dann dieser lange Ball auf Maurice. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Ja, schade. Williams mit der Chance. Williams, 1-0. Fehler von Osasuna. 20. Ja, eigentlich war diese Situation hier schon mehr oder weniger geklärt, aber dann ist es wohl ja Sabal, der am höchsten springt, der am ersten checkt, dass hier irgendwas gehen kann. Und dann ist es Williams, der macht natürlich das Tor. Ja, hier sind wir wieder dabei. Erstes Pokaltor natürlich. Von daher kann man sowas mal machen. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Hol ihn mir. Ja, gut, am Knopf laufen von. Aber der bleibt dran, der bleibt dran, der bleibt drin in der Partie. In der Situation. Zbelia. Aber der hat das alles mehr oder weniger im Griff. Aber dann ist es Moy Gomez, der ein bisschen. Den Fehler da macht, reagiert gut, Herr Maske. Und jetzt der lange Ball, aber das passt. Gruß, der Aufpass, Aridane. Schöner Angriff, da haben Sie mehrere Optionen. Jetzt doch, Munir ihn. Ist bei der Statistik zum Ballbesitz. In der schöner Ball auf Williams. Williams, 2-0. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Iñaki Williams. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist schöner Ball von Muniain. Und dann ist es Iñaki. Schneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Also 0-2 steht. Aktuell läuft's. Das sieht nach der nächsten Pokalrunde aus. Da kommt der Schuss. Schöner. Schönes Ding jetzt da gut abgelaufen. Petit. Oh, Petit! Den wollten sie schon erfrei spielen mal. Haben sie nicht hinbekommen so ganz. Oh, Herrera! War da dran. Oh ja, Sabal. War das? Ah, das weg. Lass mal. Muniain. Da ist die Flanke. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Und der nächste! Aber auch ohne wartet aber auch.
Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Zubeldia, schöner Ball auf außen. Nee, der passt Gruß ein bisschen auf. Leider nicht der Ball raus. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Eine Pause. Pausenpfiff, das war's mit der ersten Spielhälfte hier im Estadio El Sadar. Wir sehen es hier, der macht eine richtig gute Partie. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. So, damit ist Halbzeit. Wir führen zur Pause mit 2:0 in Osasuna. Es kann losgehen, das Spiel beginnt hier im Estadio El Sadar. So, Retafe, Barcelona 1-2. Also ich vielleicht mal gucken, ob es da irgendwo eine Überraschung gibt. Schauen wir einfach mal. Zweite Halbzeit läuft. Jetzt geht's weiter hier im Estadio El Sadar. Wir machen weiter mit Hälfte 2. Und Williams, 3-0! Was für ein Zug zum Tor nach der Pause! 48. 0-3. Das dritte Tor, da ist es nochmal. Und wir sehen hier ganz deutlich. Es ist niedrig, aber ich glaube nicht lupenrein, weil er ja den zweiten Halbzeit erzielt. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Maresca, gut gelöst da. Ja, Fehlpass von ihm. Aber bleibt dran an der Situation. Muniain. Muniain vielleicht jetzt auch außen. Sieht er ihn? Ne, das wollte er. Er sieht ihn schon, ja. Er kann es machen. Und nächste Chance von Williams. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor. So, gefährliche Situation, weil der Ball weg vom Tor kommt. Und es wird. Lichtsäcke? Ja. Das regnet gleich. Man sieht ja ein bisschen noch eine Pfütze gerade. Und dann ist Elfmeter! Handelfmeter! Und Aridane, der hat im Hinspiel in der Liga schon mal so ein Ding verursacht. Wobei es ein Wobi war. Gegen Sonna. So, Williams will ja eigentlich gerne schießen, aber man lässt den Jungen mal was machen. So, Petit, Fragezeichen. Ball ist nicht drin. Verschießt! Petit verschießt den Elfmeter! Weil so Wettkampf, so links ist es nicht. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Hat also nicht gereicht in dieser Szene. Jetzt sind sie am Ball. Gerai, gut aufgepasst da. Zubeldia. Neuzugang. Und das ist nicht irgendein Spieler, sondern ein echter Wunschspieler. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Und das nächste. Dann ist es halt Maurice. Ja, das Eigengewächs. Mit dem 0-4. Das hat man schön gehört, weil die Stimmung ist mittlerweile, also die Zuschauer sind ja nicht mehr da. Osasuna wird wahrscheinlich ausgeschieden sein. Klare Sache hier, das 4-0 ist schon deutlich. Ah, Maurice, passt ein bisschen auf. Euer Saban. Iñaki Williams. Williams! Da zeigt er sein Können, tolle Körperbeherrschung, tolles Timing. Höcker geht nach außen weg natürlich. Maurice, der Nächste. Schade. Schneller versucht des Angriffs. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss. Ja, gut gemacht, ja. Da ist die Chance. Hat sich. Sichere Parade. Petit. Noch
Noch sind hier 20. Ja, Maresca, der gut da mal läuft. Flanke kommt rein. Den Ball hat er. Die Flanke war gar nicht so schlecht, kam nur nicht an. Nicht zumindest nicht so richtig, aber wie gesagt, das ist nicht spielentscheidend. Das ist das. Ja, das war zu einfach. Ja, Freistoß, wollte gerade sagen, es gibt für mich Freistoß, oder? Nee. Die kurze Variante jetzt. Zubelia! Mal mit einer Schusschance aus der Distanz, aber ja, gut gehalten da. So, heute mal ein bisschen den Leuten mal ein bisschen eine Chance geben, die. Oh, ich muss ja. Oh ja, der Ball muss runter. Ich wollte ich nur ja ihn wechseln, aber. Ja, das ist keiner, oder? Ball erobert erstmal. Und damit wird es die Wechsel jetzt geben. Ich meine 5 auf einmal. Die Chance. Oh, dann ist es Gurusita. 0 zu 5. Sie sind ganz einfach über. Das war viel zu einfach. Wie gesagt, man hat ja noch leider einen Elfmeter verschossen. Hat er auch gut gehalten, muss man aber auch mal sagen, was andere, um mal die andere Seite zu sehen. Aber so wurde wohl immer rausgespielt. Petit wieder mit der Torvorbereitung. Der kriegt jetzt immer mehr Spielzeit. Darf auch mal von Beginn an. Hat sich jetzt nur der Peter versetzt, aber ist okay. Der Junge ist ja gerade mal 18. Yannis Petit. Und ja, er ist Basque. Also zumindest aus Frankreich gescoutet. Und da ich natürlich nicht sehen kann, wo die geboren sind, sondern. Und das ist der Ballverlust. Sechs Minuten haben wir hier noch. 6 Minuten noch, ja. Vielleicht noch ein Tor Nummer 6, Fragezeichen. Iwobi. Tolles Dribbling. Da sind der den Elfmeter damals erst verursacht hat. Niklas Füllkrug. Füllkrug. Gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Ach, schade, das ist gar nur für die. Ja, gibt es nicht. Sie wechseln aus. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Petit. Da hat er durchaus Optionen. Doch, gibt es noch. Maurice, 0 zu 6. Fast gehalten, der war ganz eng. Kommt da noch dran, aber am Ende zu strand das Ding. Ja, wir können sich die Fahne jetzt gerade nicht sehen, so richtig, aber wir haben sie ja. Jetzt sehen wir es nochmal richtig. Aber auch ein komisches Ding. Also war der gut gehalten. Ich hab nicht gedacht, dass der noch irgendwie reingeht, aber. Maurice, zweites Pokaltor. 0 zu 6, der Spielstand. Der Hinstand wahrscheinlich auch. Die Gäste sind durch. Die Gäste sind weiter und wir sehen's. Der so. Ist natürlich groß. Hauptsache in der zweiten Pokalrunde. Oder in der nächsten Pokalrunde. Für die nächsten Runden. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Also ein Dreierpack, das ist natürlich klasse. Unheimlich torgefährlich, torhungrig. Du merkst diesen Willen, findet immer wieder die Lücke, verschafft sich die entscheidenden Räume. Klasse Spiel heute, klasse Sieg. So. William, gute Chance. Gut. Ja, passt. Also haushoch verdienter Sieg. Punkt. Barcelona ist weiter übrigens. Das war jetzt nicht schade, keine Beispiele. Aber Valencia ist raus. Die uns ja den Punkt abgetrotzt hat, sind raus. So, jetzt gucke ich gerade mal, auf welche Pokalrunde das war. Nächster Gegner ist übrigens Alaves. Ist das schon das nächste Pokalspiel? Achtelfinal Pokalspiel? Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das war ohne letzten 32. Jetzt geht's weiter mit dem Achtelfinale schon. Okay, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das hier. Wir haben sie jetzt gar nicht bekommen und jetzt kriegen wir sie alle hintereinander weg, oder was? Gut,
Dann sehen wir uns in der nächsten Pokalrunde wieder. Bis dann. Tschüss.